Einfach aus Respekt vor dir, ne? Hab gesagt, werde Freund von Gameblamer, dann hast du keine Feinde mehr. Ja, stimmt wirklich. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Dort. Und die ist ein bisschen knifflig, der stand ohne entdeckt zu werden. Und der hat mich überfahren. Boah, hab ich dich überfahren? Warte, Sir. Kannst du mal gucken, ey. Erst zerstörst du Dennis sein Boot und dann überfährst du mich. Das ist Teamplay, ey. Der Panzer. Waffen und Waffenkiste und Fertigkeiten. Punkt. Wir wissen, wo El Cerebros Chefassistent ist. Über ihn kommen wir an den verrückten Wissenschaftler heran. Ich bin mal fahren, ich häng fest. Davon, wenn du, du willst etwa jetzt gerade sagen, dass du hängen geblieben bist? Ich bin hängen geblieben, ja. Kilometer. Jo. Ah, tot. Ich bin wieder alleine hier. Wieder typisch. Wo bist du allein? Es ist ein Fertigkeitenpunkt. Und ein Stück höher sogar noch eine Waffenkiste. Ah, ich bin gestorben. So. Ja, kann ich aber mitnehmen. Wir kurz auf Toilette. Toilette Butterbrot schmieren. Toilette Butterbrot, ja. Er muss ja den Teller erstmal machen. Ja, genau. Soll ja frisch sein. Oh, kacke. Das ist wie frische Milch, nur von Konki halt. Lama-Brot. Kommt auch gleich wieder. Alle das gehen sie. Ja, alle machen ja. Sie sich jetzt ein Lama-Brot. Der Heli ist kaputt. Das Butterbrot macht süchtig. Wir gehen noch einen Sack hier rum. Warum, die gehen dir an den Sack? Ja. Vor das Pädophilen-Camp und so. Moment, ich leg mal. Ah, voll die Missbräuche hier. Ich leg eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Ach, Kinders. Was, schon wieder Kinder machen? Irgendwie. Nein, nicht Kinder machen. Ah! Ah!
Immer wieder Butterbrot. Wenn ihr Butterbrot habt. Theo, mach mir ein Bananenbrot. Mit viel Butter drauf. Damit's ein Butter-Bananenbrot ist. War schon wieder tot. Der Ponky ist tot, der Ponky ist tot. Ja, er ist tot, ich fahr Auto. Hiha, der Ponky ist tot. Der Ponk hat tot, der Ponk hat tot. Es gibt den Grinch und es gibt den Konk. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Kann nur einen geben, den Konk. Konk? Der Orden. Jetzt können sich die Rebellen abholen. Boah. Ja, jetzt können sie sich halt abholen. Ja, Lennart liegt dann auf dem Boden. Muss man auch mal wieder beleben. So. Das hier zeigt, wo sich einer von Santa Blancas Killern herumtreibt. Der braucht wohl was hinter die Lampe. Ich weiß, wo ein Kellpaket ist. Wer hat Lust, sich das mal anzusehen? Ich weiß, wo eine Kartellfunkantenne steht. Gehen wir sie abschalten. Oh, Moment, die Waffenkiste. Habe ich ganz vergessen. Schon wieder ohne entdeckt zu werden. Ja, wird schwierig. Ach, ich bin Alena und dann geht das. Ich möchte die Waffenkiste. Das ist aber eine neue Waffe. Ist nur ein Vibrator. Das ist ein neues Sturmgewehr. Gucken wir mal. Alter Vater. So, ausgerüstet habe ich die. So, die wäre nicht so präzise, aber Schaden, Handbarkeit, Reichweite, alles höher. Ein Dach. Seht mal was hier. So. Ach du Kacke, schon wieder so eine verfolge mich Mission. Ich nehme mir gerade ein neues leichtes Maschinengewehr. Boah, ich mache hier schon mal die Mission, aber der Typ bewegt sich nicht. Gut, warten wir halt. So. Oh. Jetzt hat er einen Nebeneinsatz angenommen, will ich ja gar nicht. Ja, und wir bist du noch im Haupt. Wir wissen, wo El Cerebros Chef ist. Okay. Über ihn kommen wir an den verrückten Wissenschaftler heran. Finden Sie den Assistenten und bringen Sie mir El Cerebro. Ja, irgendwie geht die Hauptmission nicht. Wieso? Also, der fährt irgendwie nicht los, der Typ. Keine Ahnung. Der ist in dein Auto eingestiegen und bleibt jetzt da. Ja, vielleicht erst, wenn wir alle da sind. Vorhin aufpassen, wenn du kommst. Ja, ich. Vorhin kamen bei einer Mission ja auch erst Feinde, als ich auch da war. Also als wir alle vollzählig waren. Kann natürlich was dauern, wenn der Lennart jetzt noch ewig ein Butterbrot schmiert. Oh, der macht ja nichts im Auto. Ach du Kacke. Ach, den hast du mitgenommen. Was denn? Go
Ja, was ist das denn für ein Bug? Er ist in ein Auto eingestiegen und vor ihm steht ein anderes Auto. Dann mache ich das kaputt. Ja, da bist du mal einer aus der Ferne kaputt machen, irgendwie. Bei Einstein kann ich ja nicht ins Auto, dann sieht er mich ja. Ja. Ich könnte auch drauf schießen, aber ich gucke, welchen zu nah bin. Komm, ich probier. Der Lennart ist ja eh nicht da. Entdeckt. Okay. Ja, macht nichts, dann wird das jetzt zurückgesetzt. Dann passt das ja. Jetzt mal was weg. Hoffe, das ist jetzt nicht immer so. Das wäre natürlich eine lustige Backmission. Er steigt ein Auto ein, vor ihm steht ein anderes Auto und kann nicht weiterfahren. Und jetzt gehe ich mal auf. So wieder da. Abwechselnd hier. Jeder geht mal kurz. Ja, na lauf nicht. Erstmal eine Spargelsuppe gönnen. Ja, muss auch mal sein. Was gesundet. So ist es. Nach 11 Kugeln Eis heute Mittag. Und dem ganzen Butterbrot. So ist es. So, also eigentlich ist die Mission einfach. Okay. Mach mir schon mal Mut, aber wenn der Verpflicht wieder da steht, ohne entdeckt zu werden. Ja, vorhin war das Problem, der ist in ein Auto eingestiegen, aber wurde von einem anderen Auto blockiert. Das war richtig lustig. Okay, jetzt fährt er. Aber ich habe nichts, um hinterher zu fahren. Fuck. Und ich werde entdeckt. Ach, okay. Warum wirst du denn entdeckt? Muss ich das wieder alles machen? Nee, wir brauchen... Also bevor wir da hingehen, müssen wir uns erstmal irgendwo ins Auto setzen oder so, weil der fährt direkt los. Der spawnt jetzt schon direkt im Auto. Ja. Tüdelüdelüdü. Also doch ein bisschen weiter außen laufen und ein Auto suchen. Oh, wir haben ja hier ein Auto. Ja. Ausklar gespawnt. Brennt das? Nein, das aber brennt nicht. Ja. Konki, einsteigen. Ja, ich komm. Hat schon besetzt. Überlegt noch, oben soll ich Schützenplatz. Wirklich in den Suizidbus einsteigen? Warum geht denn keiner auf den Schützenplatz? Ja, wir müssen ja nicht eh nicht auf den schießen. Wir sollen nicht auf den schießen. Ja, vielleicht aber gleich irgendwann. So. Wir hatten da schon wieder so laut. Ich glaube, es muss dann sowieso erstmal einer hinlaufen, dass der loslegt. Wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, wo der lang fährt. Na, ich laufe mal hin. Dann hat die gleiche Idee. War bei mir. Ui, das war knapp. Gesehen. Haben sie gesehen? Gesehen, ja, weiß ich nicht. Mitten durch die Basis gefahren. Ich dachte, ich fahre einfach mal unauffällig. Also ich mach den mal wach und... Du dachtest, die gucken schon nicht ins Fahrzeug rein, ne? Ich dachte, das fällt nicht auf. Oh Mann, was ist der Action? Weil da drin aus ist. Der Spawn. Nee. Ja. Da gibt es bestimmt irgendwo ein Auto. Hier ist eine Waffenkiste. NATO. Herrlich. Na? Wer wurde denn da entdeckt? Ich nicht.
Ja, auch nicht, ich war nicht mal da. Aber Tuko war ich. Ja, das war es ja in der. War aber in der Suppe beschäftigt. Es ist noch Suppe da. Kannst rumkommen, ist tatsächlich noch da. Ja? Die Mission ist auch. Kriegt ja noch ein Küsschen. Dann ja. Aber nur wenn du brav deine Suppe auf isst. Ah, ich bin aber ein Suppenkasper, ich esse das nie auf. Dann muss ich leider die Finger abschneiden. Er ist der Suppenspieler. Ich laufe mal einen anderen Weg. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Nein, der Scharfschütze ist platt. Aber du hast ja Bronki bei dir. Da kann er nein. Nein, den Scharfschützen hab ich erledigt. Ich hab ein Auto. Ah, da ist immer noch Bronki bei dir. Setze Drohne ein. Da ist der Assistent. Haltet Abstand und sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Lumba Lumba. Okay, jetzt müssen wir irgendwie hinterher. Ja, ohne entdeckt zu werden. Alter, das ist gar nicht mal so einfach, Mann. Wir sollen direkt durchs Dorf, ohne dass wir entdeckt werden, und ihm hinterher. Was ist das denn für ein Schlingel? Sollten wir mal rasten, die Vorräte auffüllen. Du meinst Angeln? Nein, du meinst keinen. Wenn ich den Traktor nehme, dann sieht uns doch keiner mit. Der ist ja auch leise. Nee, wie war's? Nee, du darfst damit nicht fahren, der hat keinen Cut. Warum ist er jetzt fehlgeschlagen? Aber ihr, das spielt. Nein, was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung. Ich hab Conky mit dem Auto fahren sehen, ich weiß nicht. Weil wurde er entdeckt? Ihr war doch mit dem Dorf, da mit ganzen Leuten. Ne, wir waren außerhalb. Irgendwie ja. Muss ja läuten. Ich hatte eben nichts, was bei mir geläutet hat. Bei mir war auch keiner. Bei mir auch nichts geläutet, geblinkt, ich wurde gesehen. Ja, ist verpackt. Schallspiel, werfen wir weg. Wir spielen alle Player unknown. Ey, das ist doch echt eine Kackmission. Ich habe eine Idee. Einer geht nah ran und macht so, dass der Typ losgeht. Und einer geht jetzt hier schon außen rum und parkt dann schon da, wo er etwa lang fährt. Deswegen gehen wir alle jetzt außen lang. Ja, ist eine gute Idee. Ich kann ihn sonst aufscheuchen, ist kein Ding. Wir schreien Frauen. Ziel eliminiert. So, Scharfschütze ist kaputt. Und sorgt verdammt nochmal dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. So, der Typ fährt los. Theoretisch. Oder auch nicht. Ja, er läuft so ein bisschen hin und her. Ich hab keine Lust diesmal zum Fahren. Okay. Doch, jetzt geht er ins Auto. Kann man ein Auto klauen? Das ist schon mal sehr gut. Jetzt steht er am Auto. Ich wollte überfahren. Jetzt setzt er sich aufs Auto. Aufs Auto? Ist der bei mir auch so vermacht? Ist der bei dir auch vermacht? Macht der Face-Sitting? Leute, sitzt ja bei dir auch auf dem Auto, jetzt ohne Spaß. Der Duplo beobachtet mich. Jetzt muss ich mal so richtig geil. Bei mir hat er sich aufs Dach gesetzt und fährt jetzt auf den Dach. Hat er mich. Sorry. Ey, warum? Ich stand vorhin mit dem Auto, jetzt weiß ich ja Bescheid. Jetzt kriegen wir das. Er ist mir genau entgegengefahren. Hast du etwa gedacht, die gucken nie in die Autos? Ich bin aber nicht mitten durch die Stadt gefahren, ich stand auf der Straße. Ja. Ja. Also, ruhig mal, Junge. Ich glaub, du schuldest mir ein Küsschen-Süppchen. Da stehst du jetzt drauf, ne? Ja. Dann schmeiß ich dir aber der Gamescom eine Dose Ravioli ankommen. Und dann gibst du mir ein Küsschen auf der Beule, ne? Ja, muss ich mal überlegen. Ich lasse alle schreien: Homo! Du musst sagen, no homo, und dann. Ja, okay, dann kann ich das natürlich machen. Die machen alle ein Video davon. Und da gibt es dann 20 ja. Milliarden Klicks. Gameblamer kriegt eine Dose Ravioli an den Kopf.
Aber die habe ich dann natürlich mit Liebe gekauft, ne? Klar. Auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt. Bevor du die Schmerzen hast, ja. Wir haben Nazi. 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 Da hat jemand daneben geschossen. Locker bleiben, alles ist gut, sagt er. Ich krieg einen Film. Da hat der Gameplay mal daneben geschossen. Ja, er sagt auch nichts. Ne? Ist das aufgefallen, weil ich so leise war? Ja. Nee, ich stand in der Nähe von dir und hab's gehört, so dreimal. Normal muss er nur einmal machen und dann muss er tot sein. Kein Brumm-Brumm mehr. Oh. Kein Brumm-Brumm. War keine Mücke da. Hat nicht so viel geregnet. Das war das Problem, alle Flap-Flap zu waren weg. Alle Flap-Flaps aufgebraucht. Flap-Flap. Ach ja, wir schaffen das schon. Irgendwann. Ja, also wenn ihr ihn aufscheucht, ich stelle mich immer hier am Ende bereit, um ihn dann zu verfolgen. Ah. Ja, du bist der Verfolger. Deswegen ich bin der Verfolger. Mann. Nein, ich kam noch nicht dazu, weil jemand daneben geschossen hat. Ah. Dennis, da hat jemand Flap-Flap gemacht. Ich flapp, flapp, husten. Da oben stehen zwei. Hm, das ist natürlich schlecht. Soll ich sie beide töten? Machen die flapp, flapp? Nee. Obwohl, die brauchen doch alles töten. So, der fährt ja da lang. Rum, 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 rum. Ja, aber ist doch egal, wenn der Lennart da hinten schon abcheckt, wo der lang fährt. Ja. Lennart muss halt nur Mission Impossible sein da hinten. Das ist verdammt schwierig, weil mir der Pisser jetzt schon entgegenkommt gleich, ne? Ja. Hab ich schon aufgescheucht? Na, noch fährt er nicht. Sehr schön. Dann kann ich schon mal hier ein bisschen. Der Typ, der sucht noch sein Auto. Dass er mich nicht sieht. Steht genau davor und sucht das. Moment, wo habe ich jetzt die Schlüssel? Ich weiß gar nicht, was soll ich losfahren? Ja, das Drehbuch nicht. Oh, ich stand bereit. Das war alles perfekt geplant. Bis das letzte Detail. Hat jemand der Brumm gemacht? Ich hab Brumm Brumm gemacht. Ja, der andere, der ist runtergegangen. So, dann hab ich den auf dem Dach abgeschossen und dann ist der mal wieder hochgerannt. Ja. So, eigentlich brauchst du gar nicht schießen. Du hockst dich ins Gebüsch, dann guckst du, wie der Typ losfährt und ich verfolge ihn. Fertig ist. Du brauchst gar keinen Töten. Okay. Du musst ihn nur aufschrecken. Werf ihn mit dem Stein ab. Dann geht er sofort los. Ja, ist ja voll unauffällig, wenn auf einmal einfach so aus dem Wald Stein im Kopf ist. Das kann auch der Wind sein, du. Also, da schrieb ich so oft, dass ich raus bin. Ist der Windstein, ne? Genau. Der schmeißt mit Ravioli. Ich kenne nur den Traumstein. Von Tabaluga. Der gibt dann immer Küsschen. Ja, der Küsschen-Traumstein. Bei Freunden gibt man Küsschen. Hier auf dem Turm ist da einer. Also ich töte das kann. Der Fehler geschossen. Da ist der Assistent. Haltet Abstand und sorgt dafür, dass er bleibt. Er muss uns zu LCL. Der Typ sitzt in seinem Auto und fährt los. Och Kacke, wie schnell soll ich denn. Oh, ich bin noch am Schratzen hier. Du bist am Schranzen? Am Stratzen. Warum schranzt du? Jetzt kommt hier kein Auto, ey. So, der Typ kommt. Der ist schon 150 Meter von mir weg. Oh fuck, ich finde hier kein Auto, hier steht nix. 200 Meter weg. Dann musst du mehr schranzen, du musst mehr schranzen. Ich bin verfolgt. 200 Meter, ich kann ihm noch hinterher rennen, aber nicht mehr lange. Mehr Schranz! Oh, jetzt werde ich entdeckt. Nicht entdeckt werden. Ja, ich kann nicht weiter hinterher. Da sind zu viele Gegner. Oh, der fährt jedes Mal woanders lang, Leute. Ja, das ist natürlich doof. Ich kann dem nicht mehr hinterher. Ich hab gegeben. Ne? Ja, der Lennart, der ist hinterher. Ja, aber hier steht es zu weit entfernt. Ja, fahr schneller, 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 schneller. Stoff, 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 stoff. Geht das, geht das, geht das, geht das? Fotze. Ja, Fotze. Oh, ich muss mehr Stronzen, Stratzen, Stronzen. Boah, mehr Schranzen. Schranzen. Ja, musst halt mal Ravioli essen, nicht über die Großen werfen. Ja, dann kannst du auch mit den Großen mal mitspielen. Mehr Stranzen. Ach, Mann. Wir sind schon lustig, so nicht lustig.
Ich bin traurig. Vielleicht könnt ihr schon mal in der Hintergrund untersuchen. Ja, aber das braucht halt einen Moment Zeit, wenn ihr sofort aufscheucht und sagt, dass er losfahren soll. Er fährt los! Dann ist schwierig. Dann sagt ihr halt erstmal, wenn ihr ein Auto habt. Und dann scheuche ich. Er fährt los! Ich fahr los. Was machst du? Butter kaufen? Wollen wir wichtig sein. Einfach nur wichtig sein. Corgi, du bist besonders wichtig. Ich möchte, dass du das weißt. Also, wenn der jetzt ein Auto hat, kann er losfahren. Du bist der wichtigste Stein der Gruppe. Ja, sucht euch lieber ein Auto, ihr Steine. Ja, lasst ihn doch mal losfahren. Dann suchen wir uns mal, ein hier Auto. Steht im Urwald kein scheiße Auto. Ich kann mit einem Granatenwerfer reinhalten, das ist genauso lustig. Ich weiß nicht, wo Lennart hin will, aber da ist immer nur Wald, wo er hin will. Ja, ne? Ich sehe auch noch Wald. Auto und keine Gegner, ne? Und Wald. Ihr könnt euch natürlich auch Gegner nehmen. Da ist die Straße, guck mal, da wollte ich hin. Ja, hab ich gesehen. Und da stank ich hin. Dann hol ich mir ein Auto. Lass mich fahren. Da ihr ja zu dritt seid, könnt ihr ja sogar verschiedene Wege absperren. So ist es. Ich hab ein Auto. Das ist der Plan. Ich will nur schranzen. Dass ihr euch nicht entkommen kann, theoretisch. Ja, aber der darf uns ja auch nicht sehen. Ist ja blöd jetzt. Egal in welche Richtung der dann fährt, dann sieht der einen nachher. Nee, ich stehe jetzt im Gebüsch im Auto jetzt. Hauptsache, er strankst nicht. Ja, wenn der schranzt, dann ist es vorbei. So, okay. Also ich stecke mich jetzt ins Gebüsch. Und dann komme ich wie so ein Pedo raus und erschrecke ihn. So, Pedro. Er fährt los. Weiß nicht, wo er lang fährt, auf jeden Fall kommt er. Hauptsache er fährt. Ein sieht er bestimmt gleich. Okay. Du sieht er bestimmt. Ich stehe hinter einem Gebüsch. Ja, hinter ihm. Also sehen kann er mich eigentlich nicht. Boah, fährt er langsam an mir vorbei. Deliver. Mein Gott, der macht ja nix. So. Ach, der fährt oben an der Brücke lang, alles klar. Ja. Mit drei Autos. Voll unauffällig. Unauffällig hoch 10. Uni da durch. Detektiv Carsten Stahl im Einsatz. So gut. Wie die Trovatos, ey. Da merkt man immer wieder dran, die KI ist noch weit, weit, weit weg davon entfernt, so schlau zu sein wie ein Mensch. Ey, Vorsicht, Vorsicht! Ja, nein, ich bin ja nicht. Ich hab gerade Pluto geöffnet. Aber wer wollte das Pluto geöffnet? Ey! Da muss man ja auch nicht besonders schlau sein. Oh, Lennart, das machst du da. Ja, mach hier Stau. Guck mal, du kachelst da auch rein. Ich warte schon mal, bis Mission fehlgeschlagen ist. Nein, das wird easy. Wir haben drei Autos, das kann nicht schief gehen. Und der Lennart macht auch gar keinen Scheiß hier. Nein, das ist alles easy. Der trinkt doch heimlich. Rhabarber, fassbar aus. Dafür muss jetzt ein Zivilist sterben. Oh, scheiße, ich bin gefallen. Warum fährst du gegen einen Stein, Lennart? Deiner Weisen. Lennart, was machst du denn da? So, jetzt können wir ihn ergreifen. Ich bring dich auf den richtigen Pfad. Ey, so toll freut mich auch nicht. Denk dran, wir dürfen nicht gesehen werden, ne? Nee, jetzt muss ich dann ja ergreifen. Oh fuck, der ist voll wieder entfernt. Wir müssen mal fahren. Koki ist gestorben, oder? Irgendwo reingekachelt. Sein Auto steht in Flammen. Oh, wir sollen ihn ergreifen? Ach du Scheiße! Der ist weg! Der ist weg! Ich dachte, Dennis passt auf. Scheiße! Der war gerade auch hier noch kurz vor uns. Ach, jetzt müssen wir ihn hier im Gebiet finden, ne? Glaube ich, ja. Ah, okay. Perfekt, der Scheiße. Ist noch alles im Blut. Wieso mal aufpassen, wenn du mitspielst, Leonard? Und wir dürfen wahrscheinlich immer noch nicht entdeckt werden. Ich spiele nur ein bisschen an. Doch, entdeckt werden dürfen wir. Die haben uns ja schon entdeckt. Oh, da kann ich mich ja wieder bewegen.
Boah, ich bin ertrunken. Boah, erstmal ein Hubschrauber, weil ihr seid ja schon mal am Arsch der Welt. Stimmt ja gar nicht. Wir sind am Kopf der Welt. Hast aber auch einen Kopf bei dir ist. Der Welt. Du bist tot. Ich habe eine gerechte Strafe bekommen. Ach, ihr seid alle tot. Nee, ich lebe. Ja? Nicht so gut. Wir müssen noch El Cabron finden. Nee, El Cerebro. Der fährt im Auto, so wie ich das sehe. Irgendwann muss das Benzin leer gehen, dann haben wir ihn. Der war eben vor mir und jetzt ist er weg. Weil? Ja, weil du dann finden sollst hier. Ja, der ist aber eben im Auto vor mir gefahren und war er weg. Ja, dann stimmt da irgendwas nicht. Leider, jetzt ist er auch immer am Baum. Das ist ein Teleporter, das ist ein Looper. Scheiße. Alter, hier geht voll die Party ab in der Basis. Ja. Ja, du musst den hier irgendwo finden. Oh ja. Mach das schon. Erstmal den Hubschrauber geparkt. Erstmal eine Granate geworfen. So, der Alarm läuft doch schon. So, Alarm ist aus. Oh, ich bin tot. Ich glaub, wir sind alle tot. Ja, wir sind alle tot. Alle tot. Dann hätte ich es ja nicht alleine gemacht. Ich bin ein Burner, echt. Der Burner. Alter, muss er Björn. Björn Geißen. Ist just Björn, ne? Gut, dass wir dich nochmal verfolgen müssen mit 5 Autos. 1000 Autos. Sauber. Alles Paletti? Nächstes Mal machen wir mit 6 Autos. Jeder fährt einfach mit 2. Mit dem zweiten PC, mit der zweiten Tastatur. Doppelt fahren. Oh, wir hatten da seinen Schalldämpfer nicht dran. Schlechtes Signal. Okay. Schalldämpfer dran. Ohne Stealth durchziehen? Wir könnten erstmal versuchen, so lange wie möglich. Wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht, aber. Okay, probieren wir es. Man muss es nicht herausfordern. Nö, nur weil einige Waffen mit Schalldämpfer schlechter sind als welche ohne und deswegen. Oh, ich glaube, ist jetzt vorbei. Alter! Jetzt ab. Ja. Hier ist irgendein Alarm los, ja. Beim Reifenstapel, Achtung! Und ein Hubschrauber schießt. Da oben holst einer ordentlich. Nee, das ist ein MG da oben. So, MG ist kaputt. Gut. So, Scharfschütze auch kaputt. Heli kommt. Kümmere ich mich drum. Alter. Ja, der Heli. Aua, 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 aua. Ja, der ist jetzt gleich unten. Ma, scheiß Alter, Bäume. Wo denn? Scheiß Bäume sind mir im Weg. Ah, mein neues leichtes Maschinengewehr ist nicht so toll wie das, was ich vorher hatte.
So, Heli ist... Noch ganz. Gut, dass du es bist. Wäre es jetzt noch ein Gegner gewesen, wäre ich tot. Was? So ist das. Dann ist es down. So, wir kommen ja nicht hier rein. Ach ja. Ach. War gar nicht so schwer. Oh oh, Scharfschütze da oben, der tut ganz schön weh. Oh, kaputt. Ach ja. Noch kaputt. Lennart, zu dir kommen welche? Hm. Ja, ich dachte, jetzt wird's gerade frei. Scheiße. Funky, hinter dir? Ah, Mann. Funky ist down, nur noch Dennis. Nur noch ich? Er ist bei mir. Er ist bei mir, wo meine Leiche ist. Hm. Ich respawn mal. Der Alarm wird verfliegt. Sau. Oh, der Respawn-Punkt ist ja richtig geil. So nicht richtig geil, so. Alter, soll ich jetzt um die ganze Insel rennen oder was? Was ich ist das denn? So, ich habe erstmal den Alarm ausgeschaltet. Oh. Das ist wohl woanders auch noch. Ja, da ist woanders auch noch Lautsprecher. Pass auf. Oh, hier ist ein Heli. Okay. Okay. Ich habe auch noch geholfen von der anderen Seite. Schönes Ding. So. Ich erledige den jetzt. Aber den Typen nicht töten, ne? Doch. Nein, ergreifen soll man. Ich töte den aber. Nein, Quatsch. Boah, hier ist nicht ich hab ihn. GG. Ach, den sollen wir jetzt noch irgendwo hinbringen? Ach du Scheiße. Naja, hier ist ja ein Heli in der Nähe, ne? Der ist kaputt. Ach so, nee, da rechts ist noch einer. Da ist ja, dann mach den bitte nicht kaputt. Ah, ich wollte gerade Granaten gegen schmeißen. Dass man sowas auch noch sagen muss. Nicht wegfliegen, ich komm mit dem. Wir warten ausnahmsweise, aber nur weil es eine Mission ist. Der Konkri fliegt noch. Och nö. Ich könnte auch schon besser lügen. So, wer ist auf dem Beifahrersitz? Weil da müssen wir den hier hinsetzen. Muss er da rein? Ja. Der geht nur als Passagier. Oh. Allein muss er da rein? Voll genervt.
Ja, ich wollte es da schön warm und trocken. Ach scheiße, warm. Warte, jetzt habe ich ihn wieder gegriffen. Kommt der Spießer. Ja, wir haben ja genug Sprit. Ich habe ihn dir erstmal in den Schoß gehauen. Jetzt lässt sich Cocky da stehen. Ach so, nee, da ist schon wieder ein Bug. Ja, ist schon wieder ein Bug. Ich krieg mit oder ich lauf mit, wie auch immer. Bei mir da drin. Dass sie das immer noch nicht gefixt haben, ey, ist überhaupt nicht. Das ist denen alles egal. Alter. Der feine Herr muss vorne sitzen, ne? Ich glaub's nicht. Ihn doch einfach Joden an die Kufen anfesseln und dann herschleifen. Das ist doch VIP. War nichts wert, ja. So, und jetzt vor den Berg. Tank nach oben. Oben. Weil wie sieht das aus, wenn der Cookie jetzt einfach rausspringt? So, und jetzt habe ich gar keinen im Arm, der ist einfach weg. Lol, bei mir rennst du so komisch, als ob du einen im Arm hast. Als ob du irgendwie Angst hast vor Sonneneinstrahlung oder so. Vor die Brille voll. Alter Schwede. Boah, Zwischensequenz. Ja, gut. Schon lange bevor sie überhaupt aus dem Sack ihres Vaters gespritzt sind. Sie werden nur das sein, wenn sie bereits zu Stauz erfahren sind. Verstehen Sie? Die Felsen haben für das Universum mehr Bedeutung als sie. Als ihr großer und verlogener Krieg gegen die Drogen. Bringen Sie mich jetzt zu Nidia oder warten wir auf Sie? Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Sie in den Bau stecken werde? Wo tätowierte Neonazis sie als menschliches Nadelkissen benutzen? Ihre Schwänze? Das Problem ist, sie glauben, dass es irgendwas ausmacht. Missbrauch, Kokain, Mord, ist alles Unsinn. Denken Sie etwa ein Jauer, zerrt sich um so etwas wie Gefühle? Oder das Kaninchen, sie vielleicht Gedanken um Gott machen? Oh nein, sie belügen sich nur selbst, reden sich ein, dass sie irgendwas bewirken. Dir ist wohl alles scheißegal, Herr Cerebro. Herr Cerebro? Ich bin nicht der Held. Herr Cerebro ist Ihnen im Wissen, bevor Sie wussten, dass er da ist. Er ist einfach weg, als hätte er nie existiert. Oh mein Gott! Es ist nicht Cerebro! So. Ja, aber der Typ ist aber erstmal eine Kopfnuss verdient. Ist der Weihnachtsmann. Aber ich finde, er hat recht. Also ich glaube, morgen gehe ich zum Waffenladen, hole mir eine MP und laufe hier Amok. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.